Was macht es? Oh mein Gott, hat es... Ich glaube, mir wird schlecht. Morgen? Dr. Yu, ich dachte... Ich möchte mich erneut für die rechtzeitige Rettung bedanken. Schön, Sie zu sehen. Ich hoffe, Stellt Sie erinnern sich an mich. Eine Rettungsmission zusammen? Dr. Igwe. Ich war im Treibstofflager, als Ihr Bruder, das Feuer ausbrach Alex, und alle mich auf die Station geholt, um aber die Neuromod-Forschung zu nicht vor dem Feuer weg, sondern... Ich habe eine... Gestalt. Aber keine Fähigkeitenvorlage. Ich hatte das Feuer eingedämmt und wollte zum Treibstofflager, jetzt als wäre der richtige Zeitpunkt. Officer Rose kam und mich hier rausholte. Gott sei Dank. Ich wusste nicht, was los war. Nichts von diesen Dingern. Alle, mit denen ich gearbeitet habe, sind tot, oder? Vielleicht war ja eine der Kreaturen für die Explosion im Treibstofflager verantwortlich. Sind sie intelligent? Haben sie das geplant? Ich habe gehört, dass alle Fluchtkapseln defekt sind. Alle? Wie ist das möglich? Quinton Purvis? Mika hat mich informiert. Wie ist das alles passiert? Ich wusste nicht, dass er etwas mit dem Schmugglerring auf der Station zu tun hatte. Ich dachte, er wäre ein Freund. Ich habe mich wohl blenden lassen. Wenn ich doch nur die Stromversorgung rechtzeitig erreicht hätte. Hey, Katharina, ist alles okay? Ja, Officer Rose. Danke. Nennen Sie mich Al. Keine Verbrennungen? Nein, Sie haben... Du hast mich gerade rechtzeitig rausgezogen, Al. Tja, du lebst... Gefährlich, wenn du so mit dem Feuer spielst. Ich werde dir das nächste Mal vorher Bescheid geben. Ich bitte darum. Das wäre nett. Naja, ich komme später wieder und sehe nach dir. Ich danke dir, Al. Wenn ich das Feuer hätte löschen können. Es ist eingedämmt, aber ich hätte mehr machen können. Weiß nicht, ob Wiggy, Dr. Igwe es bei uns besser hat. In seiner Kiste war es vielleicht sicherer. Oberflächliche Verletzungen. Nichts, was ein Mediziner verhindern könnte. Sie werden sich bald wieder besser fühlen. So gut wie neu. Füllen Sie bitte einen Patientenfragebogen aus, damit ich Ihnen beim nächsten Mal besser helfen kann. Wenn Sie hier herausfinden, dann nehmen... Morgan Yu. Sie sind also dem Simlab entkommen. Ja, ich wusste Bescheid. Ich habe mir die Protokolle angeschaut, als es hieß, dass Sie degradiert wurden. Und was sehe ich? Dass Sie ins Simlab ein, aber nie ausgecheckt haben. Weiß nicht wie, aber Sie konnten wohl fliehen. Genau wie diese Viecher, von denen Ihr Bruder meinte, dass Sie nicht ausbrechen können. Hätte gern bessere Nachrichten. Wir halten hier gerade so durch. Unsere Standard-PPNs sind gegen diese Dinger ungefähr so hilfreich wie Wasserpistolen. Wir kommen nur durch Frachtraum B zur Talos zurück und der ist verriegelt, zu unser aller Sicherheit. Sie wollen den Code? Dann befestigen Sie unsere Stellung. Das heißt Auslöscher, und zwar jede Menge. Dafür brauchen wir aber den Fabrikatorplan und einen intakten Fabrikator. Wir kommen weder an das eine noch an das andere. Der Fabrikatorplan liegt im Tresor vom Sicherheitsbüro, das dank des Rumpfbruchs unerreichbar ist. Mit einem Anzug können Sie aber einen Spaziergang machen. Wir brauchen dringend zusätzliche Feuerkraft.
Tja, ich weiß nicht, was Sie vorhaben morgen. Aber denken Sie dran, wichtig ist nur noch, wie Sie die Leute behandeln, die noch am Leben sind. Diese Dinger finden irgendwann einen Weg hier rein, wenn wir nicht zuerst angreifen. Dr. Igwe, dass der überlebt. Pures Glück, schätze ich. Glück mit den Aufzügen? Hey, Jessica, haben Sie kurz Zeit? Ich habe heute frei. Ja, aber können Sie mich nochmal durch die Container-Andockung leiten? Ich habe das Training verpasst. Oh, Grant! Bitte, wenn ich Gus nochmal darum bitte, flippt er aus. Sind Sie am Kontrollterminal zum Andocken der Frachtkisten? Ja. Geben Sie als erstes die Bearbeitungsnummer des Containers ein, den Sie andocken wollen. Wo finde ich die Nummer? Sehen Sie auf dem Container nach Grant. Diese steht außen drauf. Wenn Sie die Nummer eingegeben haben, erscheinen einige Optionen. Wählen Sie andocken, das ist alles. Der Container dockt dann alleine an, oder? Ja, Grant. Er dockt alleine an. Sie bewegen sich alle automatisch. Pistolen sind hauptsächlich Blendwerk. Mit Öffnen öffnet man den Container? Mit den Auslösergeschützen aber es können eine nie Chance. Beide Seiten gleichzeitig offen sein. So bleibt der Druck im inneren Bereich der Ladezone stabil. Auch wenn die Tore des Frachtraums offen sind. Okay, ich denke, ich hab's. Danke, Jess. Jess? Hey, sind Sie da? Okay, bis dann. Dr. Igwe hatte Glück. Sie kamen genau zum richtigen Zeitpunkt. Pianist. Chief, falls es Probleme gab, ich habe den Zeitplan geprüft, den Dienstplan.
Ich habe versucht, dass Igwe nicht zu sehr er selbst ist. Chief, ich habe Leitner sogar seine Zigaretten besorgt. Sie waren fabelhaft. Leitner hat sie ausdrücklich erwähnt. Bei der nächsten Abrechnung erhalten Sie einen Bonus. Führen Sie Nicole mal schick aus, okay? Ja, Chief. Danke, Chief. Stromkreis passt, Fabrikator läuft. Sie haben es geschafft. Wir brauchen Sie noch, also kommen Sie heil zurück, ja?
Es muss einen Weg geben, einige Geschütze in Betrieb zu nehmen. Dr. Yu, waren Sie in den Besatzungsquartieren? Haben Sie meine Frau gesehen? Nicole? Sie war dorthin unterwegs. Wenn Sie sie finden, können Sie sie herbringen? Der Gedanke, dass sie vielleicht eine dieser Kreaturen geworden ist. Tut mir leid, Dr. Yu, das war unangebracht. Verzeihen Sie mir. Wir können hier nicht ewig warten. Die Besatzung braucht vielleicht unsere Hilfe. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ah, Sie haben den Medizinoperator benutzt. Das Ding hat uns schon oft gerettet. Was ist mit den Geschützen? Wir werden hier ohne AAG-Feuerschutz keine 5 Sekunden durchhalten. Finden Sie den Plan, suchen Sie den Fabrikator und stellen Sie Geschütze auf. Dann helfen wir Ihnen. Haben Sie diese Auslöscher-Fabrikatorpläne besorgt? Die Pläne könnten helfen. Doch selbst wenn wir AAGs hätten, wären richtige Waffen noch besser. Beantrage neuen Operator. Transfer, Kobold, 4-1. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Fertig.